Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Viele Leute haben mir in die Kommentare geschrieben, dass sie einfach hier in der Doodle-Welt nicht weiterkommen und das ist vollkommen verständlich, weil die Doodle-Welt ist eine neue Pet Simulator X-Welt, die ist dafür gemacht, schwerer zu sein als alle Welten davor. Die letzten Updates waren alles Events, deswegen sind viele von euch jetzt so ein bisschen verwöhnt, dass es halt super schnell voranging und man super schnell viele gute Pets bekommen hat, weil darum geht's ja in Events, um ein gutes Gefühl, wenn man gute Pets bekommt. Ich rüste hier einmal kurz meine guten Pets aus und schickt die alle an die Kiste ran. Vergesst natürlich nicht, was ich schon im letzten Video gesagt habe. Ihr farmt am schnellsten nicht an der Kiste, sondern hier zum Beispiel an dem Safe, vor allem wenn da so 10-mal Coins dran sind, farmt ihr viel schneller Coins, wenn ihr hier farmt. Wenn ihr das Ding hier abbaut oder diesen Coinpaar hier abbaut, komm, ich packe ein Pet hier ran und ein Pet da ran. So, dann könnt ihr erstmal da abbauen. Viel Spaß euch hier hinten. Aber nicht nur das Coins farmen ist ein Problem, weil auch wenn ihr die Methode benutzt, um am schnellsten Coins zu farmen, farmt ihr trotzdem immer noch nicht schnell genug Coins, um viele von den Eggs zu öffnen. Ihr kriegt keine Legendaries, ihr bekommt keine Mythicals und ihr bekommt schon gar keine Secrets. Aber das hat auch einen Grund, Leute, das hat auch einen Grund. Ich gehe mal nach hier vorne, packe meine Boosts an. Einmal hier Super Lucky Boost, 2 Ultra Lucky Boost. Und dann gehe ich hier einfach mal auf Auto-Hatch und dann hatche ich erstmal ein bisschen. Und eine Sache ist wichtig vorher zu sagen, ich habe bei Auto-Delete alles aus. Das bedeutet, ich auto-delete jetzt keine Pets, ich nehme sogar die Basic Pets mit. Und das ist wichtig. Ihr solltet, wenn ihr in Pet Simulator X in der neuen Welt nicht vorankommt, auch die Basic Pets farmen. Auch wenn ihr sie nicht braucht, auch wenn die Basic Pets schlechter sind als eure besten Pets. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich mache das jetzt erstmal. Ich farme erstmal ein paar Basic Pets und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn mein Geld aufgebraucht ist oder mein Inventar voll ist. Mal sehen, was zuerst zutrifft. So, und damit ist mein Inventory voll. Es hat nicht ganz gereicht mit den 50 Millionen, die ich hatte. Ich habe jetzt noch 5 Millionen übrig. Mein einer Hellrock ist tatsächlich schon fertig. Wahrscheinlich mit dem Coin-Pile. Werden wir gleich sehen, wenn wir dahin zurückgehen. Und wenn ihr in den Chat guckt, habe ich eine Menge Epic Pets gehatcht. Nur ein Legendary Pet gehatcht. Ein goldenes Doodle-Axolotl sogar. Ein Rainbow Epic Pet. Und es war sogar ein goldenes Epic Pet ist auch dabei. Und es war auch ein Shiny Pet dabei, aber das Shiny Pet ist nicht hier im Chat erschienen. Es war wahrscheinlich ein normales Rare Shiny, aber... Lol, die Kiste wurde abgebaut? Habe ich Pets überhaupt an die Kiste rangeschickt? Oder hier war, glaube ich, noch ein Drop, der abgebaut wurde, oder? Keine Ahnung. Nee, hier waren zwei Sachen. Und das hier wurde fertig abgebaut. Okay, so Leute, ich lasse euch das jetzt nochmal abbauen. Gehe dann aber immer nach vorne und erkläre euch, warum habe ich jetzt die ganzen normalen Basic Pets hier gehatcht. Lootback, dankeschön. Jetzt seht ihr, wenn wir runterscrollen, habe ich jetzt ganz viele Rare Doodle Turtles. In Gold sogar. Doodle Sharks habe ich jetzt ganz viele. Goldene Doodle Fishes. Shiny Doodle Flamingo und ein Shiny Doodle Fish. Es waren sogar zwei Shinies dabei. Cool. Doodle Turtles. Aber die sind ja eigentlich alle gar nicht mal so gut. Wenn man sie jetzt mal vergleicht mit den Pets, mit denen ich eigentlich farbe. Zum Beispiel das hier 1,81 Quadrillion. Und das stärkste von denen, die ich gerade eben gehatcht habe, war, glaube ich, der Doodle Axolotl hier. Oder Doodle Shark, habe ich den eben gehatcht? Wahrscheinlich habe ich gerade eben den Doodle Shark gehatcht. Und der kommt ja nicht mal ran an meinen Candy Cane Unicorn. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Weil viele Leute von euch haben vergessen, was es alles für Features in Pet Simulator X gibt. Wenn wir unten mal auf die Masteries gehen, seht ihr, ich habe fast alle Masteries voll, weil ich die letzten Tage sehr viel gefarmt habe, aber immer noch kein Huge Pet gezogen habe. Aber es gibt eine Mastery, die ich überhaupt nicht angegangen habe, und zwar Enchanting und Fusing Mastery. Und ja, man kann doch gute Pets fusen. Wenn ihr schlechte Pets habt, dann fused euch bessere. Wir teleportieren uns jetzt einmal zum Beach rüber. Und angekommen am Beach steht hier die Fusing-Maschine. Ich unequip jetzt einfach mal meine Pets. Und dann gucken wir einfach mal, was gibt es für Fusing-Methoden. So, wir fusen erstmal ganz simpel hier Doodlefische. Was passiert, wenn ich 6 Doodlefische fuse? Was bekomme ich? 6 Doodlefische geben mir... Oh, Rainbow Stefan. Wer ist Stefan? Okay, kicken wir mal nach. Ein Rainbow Doodle Snow Ram. Gar nicht mal so schlecht, aber auch gar nicht mal so gut. Gut, wir brauchen was Besseres als diese 6 Doodlefische. Man kann ja bis zu 12 Pets hatchen. Also gucken wir mal, ob wir aus den Basic Doodlefischen was rausbekommen können, wenn wir 12 Dinger davon fusen. Und, wieder Rainbow. Schade, dass es wieder was in Rainbow ist. Eine Doodle Cow. Na gut, die ist jetzt gar nicht mal so gut, aber die können wir ja trotzdem weiter fusen. Wir machen das jetzt erstmal. Wir fusen jetzt einmal noch 3. Einmal gucken, was ich bei 3 Fuses bekomme. Bei 3 Fuses bekomme ich dann eine ganz normale Doodle Turtle. Ich glaube, das wäre der Way to go. Wir fusen einfach mal 3 Doodle Fische immer zusammen. Das mache ich jetzt die ganze Zeit. Einfach mal 3 Doodle Fishes. Dann bekommen wir im Regelfall sowas wie Doodle Turtles zurück. Und dann werden wir gleich die Doodle Turtles fusen. Dann gucken, was wir aus denen bekommen. Kostet natürlich ein paar Diamonds, aber ehrlich gesagt
gar nicht mal so viele Diamonds. Also das ist jetzt nicht wirklich der Rede wert. Bei der Hyperinflation, die wir vor einem Jahr hatten, haben wir immer noch sehr viele Diamonds übrig. Die Preise fürs Fusen sind dagegen lächerlich. Es sei denn, ihr macht sowas in der Hardcore-Welt. In der Hardcore-Welt sind die Diamond-Preise sehr stark erhöht worden, weil Preston will natürlich gegen diese Inflation kämpfen, indem er uns Diamonds verbrennen lässt. Ein weiterer Grund, warum ich die Hardcore-Welt nicht so feiere. Ja, und ich steigere nebenbei auch noch meine Fusing Mastery. Was bringt mir das eigentlich, wenn ich meine Fusing Mastery hochhaue? Mastery Fusing bringt mir dann ab Level 30 eine 0,2%ige Chance, ein Shiny Pet zu machen, dann eine 0,5%ige Chance und dann eine 1%ige Chance, ein Shiny zu machen. Früher muss das was anderes gewesen sein, weil früher gab es ja gar keine Shiny Pets. Könnt ihr mir ja mal in den Chat schreiben, was Fusing Mastery früher gebracht hat? Ich weiß es nicht, vielleicht hat man schneller gefused, vielleicht eine höhere Chance, bessere Pets zu fusen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man jetzt erhöhte Shiny Chancen, wenn man Pets fused und die Fusing Mastery höher hat. Aber ganz im Ernst, ich fuse ja sowieso nur in solchen Momenten, wenn eine neue Region rauskommt und wir dann von den neuen Pets ein bisschen was brauchen. Weil das ist der Way to go, um an die Legendary Pets ranzukommen. An Mythicals leider nicht, an Secrets leider auch nicht, aber Legendaries sind immer noch gut genug, weil es sind ja immer noch die Legendaries aus der neuesten Region. So, jetzt bin ich schon mal mit den schlechtesten Pets durch. Ich gehe mal auf Unequip und jetzt gucken wir, was kann ich fusen aus 3 Doodle Flamingos. Oh Gott. Unequip, nicht Equip Best. So. So, 3 Doodle Flamingos bringen mir... Ah, eine goldene Cow. Okay. Kann man machen. Ist aber immer noch nicht so geil. Was passiert, wenn wir jetzt, sagen wir, 6 Doodle Flamingos hier reinpacken? Ah, ein Rainbow Snow Ram ist immer noch nicht genau das, was ich will. Versuchen wir es mal mit 9 Doodle Flamingos. Ah, 9 Doodle Flamingos haben mir jetzt einen goldenen Doodle Fisch gebracht. Ah, das finde ich eigentlich... Das ist nicht gut. Okay, ich versuch's jetzt mit 12. Was bringen mir 12 Doodle Flamingos? Man muss immer so ausprobieren, wenn es neue Pets gibt, was gibt es denn für Fusing-Möglichkeiten? Und jetzt haben wir hier ein Rainbow Doodle Piggy. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so im Verhältnis steht. Wir haben 12 10 Trillion Pets rausbekommen und haben einen 50 Trillion Pet rausbekommen. Das ist eigentlich ein schlechter Deal. Gut, was ist bei 5? Wieder so ein Rainbow Ram, okay. Bei 7 auch nicht so nice. Suchen wir es mal mit 8. Schon wieder. Ich versuch's mal mit 4. Okay. Ich würde sagen, ich werde 4 von denen fusen. Aber bevor ich weiter fuse, werde ich erst mein Pet verlosen. Und denn viele von euch schreiben mir immer in die Kommentare, kann ich ein Pet, mein Username ist so und so. Aber nur weil ihr mal euren Usernamen schreibt, heißt das nicht, dass ihr automatisch Pets von mir bekommt. Außer jetzt. Jetzt dachte ich mir, kann ich ja mal ein Pet hergeben. Dafür gehe ich einmal kurz in meine Bank. Und ich würde sagen, heute können wir... So ein Neon Twilight Tiger. Ja, den können wir, glaube ich, hergeben. Gehen wir mal auf Withdraw. Ich muss 20 Sekunden warten. Dann gehen wir in den Briefkasten rein. Ich gehe auf Send. Und einer von euch, der mir in die Kommentare geschrieben hat, heißt Ehrengurke5. Und jetzt bekommt er von mir einen Neon Twilight Tiger. Und hier noch 187000. Bitte sehr. Und tschüss. Dann gucke ich einmal in meinen Briefkasten. Ich habe nämlich auch Pets bekommen. Der nervige Shahim schreibt, kann ich ein gutes DM-Pad, please? Ich habe kein gutes DM-Pad. Aber ich freue mich darüber, wenn ihr mir Geschenke hier über den Briefkasten schickt. Aber ihr braucht hier nicht reinschreiben, dass ihr dann was zurückhaben wollt. Sorry. Bester YouTuber. Dankeschön für die Scary Cat hier. Natürlich auch danke für die Scary Cat. Nochmal danke für die Scary Cat. Wie viele Scary Cats habt ihr eigentlich? Und 187000 Gems von Damian 2010 Bär. Vielen lieben Dank. So, Server Triple Damage has started. Aber das brauche ich jetzt gar nicht, weil ich werde jetzt weiter fusen. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ich die ganzen Flamingos gefused habe. So, und damit bin ich fertig mit den Flamingos fusen. Das hier ist die Ausbeute plus ein bisschen mehr natürlich. Ich gehe wieder auf Unequip. Und wir sehen als nächstes, während dann Doodle Corgis drankommen. Die paar Doodle Corgis, die werde ich jetzt einmal fusen. Einmal gucken, was passiert, wenn ich all diese Doodle Corgis fuse. Und, oh wow, das war ja ein Reinfall. Wow, Stärke hat sich verdoppelt. Na gut, jetzt gucken wir einmal, was kriegen wir aus den Doodle Turtles. Da werde ich aber nicht mehr als 4 in einem Fuse hergeben. Ich mache einmal 3 und einmal 4. So, die Stärke bleibt... Oh, der 4er hat sich viel mehr gelohnt als der 3er. Also einmal ein Rainbow Doodle Bunny und einmal ein goldener Doodle Flamingo. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, lohnt es sich, glaube ich, mehr, die Pets erstmal Gold zu machen, anstatt sie zu fusen. Weil ich habe das Gefühl, beim Fuse bekommen wir nicht ganz so viel Value raus, wie beim Gold machen, zumindest bei den Basic Pets. Deswegen werde ich das einmal machen. Ich wähle hier die Doodle Turtles aus. 63, nee, wir machen 88%ige Chance, klicken, okay. Und dann fuse ich die einmal alle zusammen, dass die Gold werden. Repeat, okay, ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, der Traveling Merchant ist gerade aufgetaucht, da gehe ich mal rüber. Beim letzten Video habe ich noch gesagt, man könne die Shiny Pets bei dem bekommen, aber das war tatsächlich, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh drüber, aber es war tatsächlich ein Fehler, dass man Shiny Pets, dass man Secret Pets dort kriegen kann.
Man sollte eigentlich Mythical Pets als Maximum kriegen und ich werde mir jetzt einmal ein Mythical Doodle Monkey in Rainbow kaufen. Einfach nur, weil ich es kann. Aber die sind schon ziemlich teuer. Oh, der nächste kostet dann... Nee, doch nicht. Aber 600 Millionen ist dann schon eine Menge. So, der hat dann aber auch 1,4 Quadrillion Stärke. Und das ist gar nicht mal so schlecht. So, ich gehe aber wieder auf Unequip und werde dann weiter Gold machen. Damit bin ich fertig, aber werde dann auch gleich noch fortfahren mit den Doodle Sharks, weil von denen habe ich auch noch eine Menge. Also machen wir die hier auch einmal schnell okay. So, und dann müssen wir ja nur auf Repeat okay und dann immer weiter. So, und das war's dann. Und ihr glaubt nicht, wie viele Sharks ich gerade eben verloren habe. Ich habe so oft gefailt, obwohl ich eine 88%ige Chance habe. Es ist immer noch Gambling und man kann immer noch ziemlich viel Pech dabei haben. Hab eine Menge Pets verloren. Das ist natürlich immer das Risiko, wenn man Gold macht. So. Und jetzt gucken wir einmal, was bringt es mir, wenn ich die Sachen fuse. Natürlich erstmal hier unten, keine Ahnung, Golden Ugly Ducky und Golden Doodle Chaos zusammenfusen und dann bekommen wir... Warte, was? Ich krieg einen Doodle Shark dafür. Okay. Dann holen wir uns noch ein paar weitere Doodle Sharks. Wenn ich 4 Doodle Chaos mache, dann aber Rainbow Doodle Piggy, okay. Kann man so machen. In dem Fall jetzt irgendwas Goldenes. Ich kann es nicht erkennen, aber wir fusen die jetzt auch einmal schnell noch zusammen hier. Weil an sich ist es nicht so wichtig, was ihr für Pets habt, sondern wie stark die Pets sind. Die Fuse-Maschine achtet immer nur darauf, wie viel Stärke haben alle Pets, die ihr zusammen reinpackt. Und gibt euch dann etwas raus, was irgendwie komisch verrechnet wird. Was die da rechnen, weiß niemand. So, jetzt die Doodle Piggies, die ich habe, auch 4 Stück davon zusammen fusen. Und jetzt habe ich gerade Rainbow Doodle Chaos bekommen, ich weiß es gar nicht. Mach mal 3 davon. Ah, ich glaube goldene Doodle Penguins oder was sind das? Ich weiß es nicht. Das sind... Ach, Doodle Flamingos. Ach so. Okay, so, und dann gucken wir einmal, was bringen mir Rainbow Doodle Snow Leoparden, von denen ich mir ja gerade eben eine Menge zusammengefused habe. Wenn ich 4 davon fuse... Kriege ich, oh, Rainbow Doodle Chaos, gar nicht mal so nice. Auch wenn ich 3 fuse, okay, dann werde ich immer 3 fusen statt 4. So, und ja, jetzt habe ich die hier, so. Jetzt ist ja so ein Shiny Doodle Fisch drin, den kann man dann gleichwertig sehen wie die Doodle Snow Rams, weil die ungefähr gleich viel Stärke haben. Wenn ich jetzt die 3 hier zusammenfuse, dann kriege ich auch so eine Doodle Cow, genauso wie wenn ich 3 hiervon zusammenfuse. Oh nein, jetzt habe ich sogar einen Doodle Snow Owl bekommen. Nice. Aber wir werden immer stärker durch das Fusen. Ich werde jetzt immer hier so die stärksten 3 von unten. So. Und kann jetzt endlich gucken. Jetzt sind wir endlich bei den goldenen Doodle Fishes angekommen. Wenn ich 3 davon zusammenfuse, kriege ich ein Rainbow Piggy. Wow. Jetzt sogar nur ein goldenes Piggy? Was? Eine goldene... Oh ja, alles klar. Okay, gut. Ich mache das. Ich fuse jetzt immer 3 der schlechtesten, die ich habe, zusammen. Oh, da war, glaube ich, ein Narwal. Warum ist denn der Doodle Shark hier oben? Hä? Egal. Jetzt noch die ganzen goldenen Doodle Flamingos. Und langsam kommen wir hier irgendwo an. So, das ist die Ausbeute der neuesten Sachen. Und jetzt habe ich schon ein paar Rainbow Doodle Fishes. Es sind immer noch Basic Pets, aber jetzt halt schon in Rainbow. Ich gehe wieder auf Unequip. Und jetzt gucken wir mal, wenn ich 3 Rainbow Doodle Walrus... Ne, machen wir gleich 4, weil ich 4 habe. Dann kriege ich ein Rainbow Doodle Lamp. Auch nicht schlecht. Okay, so, dann die Rainbow Doodle Chaos. 3 Stück davon geben mir ein Doodle Penguin und Rainbow, auch gut. Machen wir das auch nochmal weiter so. Oh, jetzt wieder ein Doodle Flamingo, das hätte ich nicht gedacht. Jetzt so ein Doodle Fisch, alles klar. Und noch ein Doodle Fisch, okay. Jetzt noch die Doodle Piggies zusammenfusen. Die bringen wir dann nochmal ein Doodle Flamingo, okay. Und jetzt kommen wir langsam an einem Punkt an. Jetzt sind wir bald bei den Rainbow Doodle, bei den goldenen Doodle Turtles. Und da würde ich jetzt einmal gerne gucken, einmal natürlich diesen Dreier-Fuse hier. Da kriege ich dann auch gerade mal einen Doodle-Shark-Ball raus, okay? Einen goldenen. Aber wenn ich jetzt von den Doodle-Turtles, sagen wir mal, 6 zusammenfuse, dann bekomme ich eine Rainbow-Doodle-Turtle. Was gar nicht so geil ist, weil für 5 würde ich ja schon eine Rainbow-Doodle-Turtle bekommen, wenn ich sie in eine Rainbow-Maschine packe. Also werde ich das mal nicht machen und gehe hier weiter auf die Dreier-Sachen und fuse mich dann einfach mal hoch. Interessant ist es natürlich immer, wenn man Rainbow-Pets fuse und dann guckt, was kriegt man für vielleicht 6 Rainbow-Pets. Dann kann es gut sein, dass man halt gute Pets von der Stufe da drüber bekommt. Und da werden wir uns jetzt einmal hinfusen, bis die ganzen goldenen Pets hier weg sind. Und dann werden wir bald bestimmt ein paar Legendaries fusen können. So, jetzt sind wir an einer Stelle angekommen, bei dem die Doodle Axolotl schlechter sind als die Rainbow Basic Doodle Fishes. Das bedeutet, jetzt werde ich den Doodle Axolotl und den Doodle Narwal natürlich nicht fusen, aber ich werde einfach mal 3 Doodle Fische fusen. Wir gucken, was dabei rumkommt. Vorher gehe ich natürlich auf Unequip, damit ich es besser sehen kann. So, 3 Doodle-Fische bringen mir eine Rainbow Doodle Turtle. Okay, das gefällt mir nicht. Wenn ich jetzt 5 nehme, dann kriege ich... Da haben wir schon mal was. Ein Rainbow Doodle
Narwhal. Das ist schon mal ein Legendary Pet, das wir uns gefused haben. Das heißt, wir zeigen es jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4, 5 Rainbow Doodle Fishes in Basic geben uns ein Rainbow Doodle Narwhal in Legendary. Das ist schon mal nice. Wenn wir jetzt so 4 von denen hier nehmen. Ah, da haben wir jetzt einen goldenen Doodle Axolotl. Der ist auch Legendary. Jetzt 3 Doodle Flamingo. Was bringen wir? 3 Doodle Flamingo. Bringen wir auch Doodle Narwhal. Okay. Dann werde ich das auch machen. Fusen wir mal 3 von den Flamingos. Ah, jetzt kommen wieder die blöden Schildkröten. Die will ich nicht. Versuchen wir es mal mit 4. Da, bei 4 kriegen wir dann schon wahrscheinlicher die Narwhale. Okay, gute Sache. So, 3 goldene Doodle Sharks bringen wir dann auch wieder einen goldenen Axolotl. Okay, noch einen goldenen Axolotl. Sehr gut. Jetzt kriegen wir hier langsam die Legendaries zusammen. Das müsst ihr euch vorstellen. 3 Epic Golden Sharks bringen einen goldenen Legendary Axolotl. Das ist ziemlich sicher sogar. Guckt mal, wie viele Legendaries ich jetzt schon habe. Hier unten sind natürlich noch nicht so Legendary Pets, aber hier fängt schon an. Doodle Narwhal habe ich 3 in Rainbow und 1, 2, 3, 4, 5, 6 der besseren Doodle Axolotl in Golden. Nice. Und jetzt einfach mal 3 von den Doodle Turtles, von denen wir jetzt auch schon eine Menge zusammengefused haben, bringen uns dann auch die goldenen Axolotl. Ah, das ist nicht gut. Was ist denn das? Warum habe ich denn jetzt hier so einen Doodle Shark bekommen? Will ich gar nicht in Rainbow haben. Okay, wir versuchen es mal mit 4 Doodle Turtles. Nein, ich will keine... Na gut, dann machen wir es einmal so. 3 Doodle Turtles. Okay, wir machen es lieber mit 3 Doodle Turtles. Da habe ich jetzt bessere Erfahrungen mitgemacht. Und ich werde den goldenen Doodle Narwhal hier mitfusen, weil den will ich nicht mehr. So, jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen. Wir haben hier noch einen Doodle Penguin, 2 Rainbow Doodle Sharks, da kommt sicher. Was? Einfach ein Legendary Doodle Chicken bekommen. Das ist, glaube ich, aus dem ersten Eck, bin ich mir gar nicht so sicher. Und nee, das müsste aus dem zweiten sein, glaube ich. Ich weiß es aber nicht ganz sicher. Aber die Doodle Narwhale will ich nicht haben, deswegen werde ich die jetzt auch einmal noch zusammenfusen und bekomme dann einfach ein Rainbow Doodle Axolotl mit 413 Trillion Stärke. Und den kann ich jetzt in die Dark Matter Maschine packen. Dann wird er über eine Quadrillion Stärke haben. Und damit haben wir uns jetzt ein starkes Pet zusammengefused. Und das basically aus fast nur Basic Pets. Haben wir uns jetzt praktisch ein Dark Matter Legendary Pet zusammengefused aus dem besten Ei. Natürlich müssten wir dafür nochmal in die Dark Tech Welt und dann 5 Tage warten. Aber wenn ihr das nochmal macht und nochmal macht und nochmal macht, dann habt ihr mehr davon. Und dann könnt ihr die viel schneller zusammen fusen, sage ich mal. Und habt dann viel schneller so ein Dark Matter Pet. Geh mal hier in View, weil ich glaube, hier sind ein paar Sachen, die ich claimen kann. Ja, die hier könnte ich noch claimen. Und dann kann ich hier auch einfach mal den reinpacken. Ich habe sogar 2 davon. Ich habe sogar 2 Doodle Axolotl. Das heißt, in 3 Tagen habe ich dann mein Dark Matter Doodle Axolotl. Das mache ich einfach mal. Und dasselbe werde ich dann auch noch mit dem Doodle Chicken machen. Oder soll ich einen Doodle Monkey Dark Matter machen? Ich glaube, ich mache den Doodle Monkey auch Dark Matter. Weil der hat jetzt schon 1,44 Quadrillion. In 5 Tagen wird er ziemlich stark sein. Und dann noch das Doodle Chicken. So. Ja, und in ein paar Tagen habe ich ein paar ziemlich starke Dark Matter Pets. Tja, und Leute, genauso geht das. Deswegen seid nicht traurig, wenn ihr keine Legendary Pets hatcht. Ihr könnt sie immer noch zusammenfusen. Auch schlechte Pets können gute Pets erschaffen. Natürlich sind es jetzt ein paar extra Steps und ein paar Diamonds, die man ausgeben musste. Aber das sollte ja jetzt nicht wirklich das Problem sein. Wenn ich jetzt einmal, das vergesse ich immer, wenn ich jetzt einmal zum Shop gehe, dann einmal auf Rank Rewards Redeem gehe, dann kriege ich 750.000 Gems und dann habe ich, glaube ich, alle wieder drin, die ich ausgegeben habe dafür. Und wenn nicht, in 4 Stunden kriege ich nochmal 750.000 Gems und dann habe ich auf jeden Fall alle, die ich ausgegeben habe, zurückbekommen. So, ich gehe mal wieder auf Equip Best. Mein bestes Pet übertrifft es halt noch nicht, aber ich habe ja auch ein Shiny Dark Matter Candy Cane Unicorn. Das ist schwer zu übertrumpfen jetzt noch, aber das wird bald sehr schnell übertrumpft sein. Ich packe in meinen Auto-Settings jetzt aber doch Basic Pets auf Delete, aber dann stelle ich hier unten ein Gold Pet, dass ich Rainbow Pets dann doch behalte ab Basic. Und Goldpads behalte ab, ich sage ab Rare und hier ab Epic. Stelle ich mir einfach so ein und dann habe ich wieder ein paar Pads, die ich hatchen kann. Guck mal, dann behalte ich automatisch diese Rainbow Doodle Turtle und kann daraus dann gleich wieder neue Legendary Pets hatchen. Weil aus einer Rainbow Doodle Turtle bekommt man ziemlich gut die Axolotl. Das haben wir jetzt eben schon herausgefunden. Naja, Leute, und genau so bekommt ihr gute Pets, selbst wenn ihr nicht so viele Coins habt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Falls nicht, dann tut es mir leid, dann kann euch, glaube ich, auch niemand anderes helfen. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Guckt euch das Video hier an, das ich eingeblendet habe. Am Freitag kommt ein Video zu HD Admin. Also wenn ihr eigene Admin-Commands machen könnt, dann schaut euch das Video an. Das war's erstmal. Bis dann und ciao!